vorne sitzen. Mein Name ist Benedikt Kern, ich bin vom Bündnis gegen Abschiebung. Zu meiner Rechten Volker Maria Hügel von der UA Flüchtlingshilfe hier in Münster. Dann Julia Liss vom Institut für Theologie und Politik. Dann noch eingeladen Jorgos vom Integrationsrat. Ich hoffe, dass er gleich noch kommt. Also, der uns hier heute beherbergt. Auf der anderen Seite haben wir zwei Vertreter des DGB, zum einen Peter May und Frau Sandner vom Stadtverband des DGB hier in Münster. Okay. Dann von der Flüchtlingshilfe Ruxel, Elke Meiners-Giebel und Marius Voll. Zur Tür rein kommt jetzt Said Samar vom Evangelischen Kirchenkreis. Genau, komm ruhig dann hier vorne durch. Ja, warum machen wir dieses Pressegespräch? Also, wie Sie mitbekommen haben, gibt es doch eine sehr ausführliche Diskussion in den letzten Wochen und Monaten hier in Münster wegen der zentralen Ausländerbehörde. Und es haben sich verschiedene Akteure zusammengetan, um eben aktiv in die Stadtöffentlichkeit hineinzutragen, dass wir das sehr kritisch sehen mit einer solchen Ausländerbehörde. Und es hat sich daraufhin ein Bündnis NoZap gegründet, wo eben verschiedenste Akteure aus Zivilgesellschaft, Parteien, Gewerkschaften und Kirchen eben vertreten sind. Daraus entstanden, achso, vielleicht ein zweiter Punkt, heute wird auch noch vorgestellt eine Stellungnahme oder ein Positionspapier, was verfasst wurde von Flüchtlingsinitiativen hier in Münster. Also Ehrenamtliche, die in der Flüchtlingshilfe in den verschiedenen Stadtteilen arbeiten. Das finden Sie in der Pressemappe auf der Seite 2. Das ist gestern schon in der WN auch kurz erwähnt worden. Also hier nochmal zur Kenntnis, das ist der ganze Text hinten stehen, die unterzeichnet. Als zweiten Text, das ist ein Brief, der schon ein paar Tage älter ist. Der ist aus dem Oktober, als die Planungen zum ZAF gerade veröffentlicht wurden, hat das Institut für Theologie und Politik, vertreten durch Julia Liss, einen offenen Brief veröffentlicht, den verschiedenste Vertreter aus Kultur, Gewerkschaften, Kirchen und Universität unterzeichnet haben. Also das vielleicht so als Begleitmaterial. Jetzt haben wir hier die verschiedensten Akteure, die eben unterschiedliche Perspektiven auch auf dieses Thema haben. Und ich will jetzt Volker bitten, dass du was sagst aus der Sicht der GGUA und vielleicht nochmal grundsätzlich, was ist das Problem mit einer ZAP, wenn eine ZAB nach Münster kommen wird? Ja, erstmal herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Zentrale Ausländerbehörde ist kein Teufelswerk, aber es ist Bestandteil des integrierten Rückkehrmanagements, was wir als Flüchtlingsinitiative und auch als Menschenrechtsverein ablehnen. Das ganze Institut, wie das gehandhabt wird. Und zwar nicht, weil wir sagen, jede Abschiebung ist übel, sondern weil wir sagen, wir haben derzeit Asylverfahren, die einfach keinen Qualitätsstandard mehr haben. Das heißt, Sie haben es vielleicht auch der Presse entnommen, etwa 44% der Asylverfahren werden durch Gerichte im Nachhinein positiv entschieden. Die ZAP allerdings beschäftigt sich mit Menschen, die in den Landeseinrichtungen sitzen, die nicht immer in einer Stadt wie Münster sind, sondern die auf dem platten Land sind. Und da laufen die Asylverfahren dann völlig schief, weil sie auch keine anwaltliche und Beratungsstellen Unterstützung bekommen, wie sie es benötigen. Und dann landen sie als Akte in einer ZAP, die dann an den Fragen, die von entscheidender Bedeutung ist, wie ist denn die Situation im Herkunftsland, nichts mehr ändern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Münster, der Rat, die Zivilgesellschaft ist sich einig, dass Abschiebungen nach Afghanistan nicht gehen. Die kommunale Ausländerbehörde hält sich natürlich auch dran. Und was macht die zentrale Ausländerbehörde? Die wird die Abschiebung durchführen. Das heißt, wir haben kommunale Mitarbeiterinnen in der zentralen Ausländerbehörde, die Abschiebung durchführen, und die Kollegen in der kommunalen Ausländerbehörde, die es nicht tun. Warum wird das Ganze auf diesem Niveau diskutiert? Weil es ein Erpressungsversuch, nein, es ist kein Versuch, weil es eine Erpressung gibt, von Land und BIMA Wohnungen gegen Flüchtlinge auszuspielen. Und das ist der eigentliche Punkt, wo wir sagen, dem kann man nicht zustimmen. Wer sich einmal erpressen lässt, ist immer wieder erpressbar. Denn das System, Flüchtlinge brauchen eine Form von Unterstützung. Und dann sind wir gefragt worden, ja, aber dann kriegt man doch eventuell eine zentrale Unterbringungseinrichtung nach Münster.
Und da haben wir gesagt, ja, da sind Menschen drin, die kann man unterstützen, da gibt es Zivilgesellschaft, da gibt es die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die können was machen. Bei der ZAP kann man nichts machen. Wieso wissen wir das? Erstens haben wir die Erfahrung mit den anderen ZAPs in Bielefeld, Köln und Unna, vorher Dortmund. Und zum anderen, Münster hatte ja mal in der Röntgenstraße eine zentrale Ausländerbehörde. Das sind Blackboxen, wo keiner mehr reinkommt, wo auch nichts Gutes mehr passiert. Weil diese Behörde ist nur für aufenthaltsbeendende Maßnahmen und für Abschiebungen zuständig. Die muss gar nicht mehr gucken, gibt es noch humane Lösungen, gibt es noch andere Möglichkeiten. Und dieses Perfektionieren, diese Turbo-Verfahren, die dann zu Abschiebungen führen, die dürfen in einer Stadt wie Münster nicht stattfinden. Da haben wir gesagt, ja, ist es, eine ZAP wird es ja sowieso geben. Letzter Satz. Ist das denn egal, macht Münster nicht besser als andere Städte? Ganz ehrlich, ich arbeite in dieser Stadt und in dieser Stadt heißt das für mich keine ZAP. Wenn jetzt Gelsenkirchen eine ZAP nehmen würde, oder dann würde ich auch versuchen, den Kolleginnen und Kollegen in Gelsenkirchen zu sagen, sorgt dafür, dass dort keine ZAP hinkommt. In jeder Stadt muss sich der Widerstand formieren, weil das Instrument ZAP ist ein falsches Instrument. Vielleicht so viel, bei Nachfragen gerne mehr. Ich habe jetzt eine Minute überzogen, Entschuldigung. Gut, also ich würde vorschlagen, dass wir Rückfragen gleich am Ende machen. Jetzt als zweites, genau, vom DGB. Genau, wird ja ganz oft gesagt, dass Arbeitsplätze entstehen, 80 Arbeitsplätze, und wir als Gewerkschaften sind natürlich für Entstehung von Arbeitsplätzen und sollten dagegen sein. Aber Gewerkschaften sind auch dafür da, für die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen zu sorgen. Und an der Stelle, wenn der gute Arbeitindex sagt auch, die Menschen wollen sinnhafte Arbeit. Und eine sinnhafte Arbeit nach Aktenlage in Stempel draufzusetzen, dass jemand abgeschoben wird und unter Umständen in ein Kriegsgebiet zurückgeschickt werden will, das ist nicht sinnhaft und das will auch keiner wirklich machen. Also wenn das Land wirklich Arbeitsplätze schaffen will, was ich begrüßen würde, beim Finanzamt finde ich, sind die gut aufgehoben, um so Steuerhinterzieher oder Ähnliches zu fangen, da werden also Arbeitsplätze gut aufgehoben. Okay, herzlichen Dank. Okay, ich kann auch weiter ergänzen. Ich schließe mich vorher an. Was Münster braucht, ist eine Symbolpolitik, und Münster kann ein großes Symbol nach außen hin senden, dass sie keine ZAB wollen hier in Münster. Münster ist eine Friedensstadt und Münster soll es auch bleiben. Wir vom DGB Stadtverband unterstützen solche Organisationen seit Jahren. Wir kämpfen gegen Rassismus und wenn dieser Beschluss im Negativen ausgeht, habe ich die Befürchtung, dann spaltet sich unsere Stadtgesellschaft hier in Münster und wir geben den Rechten und Rassisten ein Ding in der Hand, was sie total ausschlachten werden. Und da ist unsere jahrelange Arbeit überworfen. Hier in der Stadt Münster. Herzlichen Dank. Zeit Samar vom Evangelischen Kirchenkreis. Magst du vielleicht auch aus eurer Perspektive kurz was sagen, was eure Kritik an der ZAB ist? Also, ich kann mich nur anschließen. Ich habe es noch was dazu gelernt, was die Kollegin gesagt hat. Es gibt genug Arbeitsplätze in Münster, die besetzt werden sollten. Auch in der Schule, auch in dem Finanzamt und woanders. Und auch Sozialarbeiterin bei im Jobcenter und allen anderen Orten, die in dieser Münster, die Verwaltung, die alle hier in Münster existieren. Ich kann nur in euch sagen, also wir haben bei dem Kirchenkreis einen Umbruch, alte Präses, Superintendent ist weg und neuer Superintendent ist auch noch nicht im Amt, sonst wäre er wahrscheinlich auch hier, soweit ich ihn kenne. Ich kann nur sagen, dass wir uns schützen, was auch die Kolleginnen und Kollegen vor mir gesagt haben. Und wir sind auf jeden Fall als Kirche, evangelische Kirche, wir haben auch großen Teil in diesem Friedensstadt oder einen Teil in Friedensstadt in dieser Stadt mitgemacht, mitgestaltet. Und wir sind auch dafür da, wie auch jeder weiß, dass im Falle, wenn das Kirchenasyl irgendwann ist, da sind wir auch immer da, gerade stehen wir für sowas. Und von unserer Seite kann ich immer mit guten Botschaft sagen, also wir sind immer dabei und werden wir gerne in allen Fällen was gegen ZAP unternehmen. Ja, herzlichen Dank. Julia Liss vom Institut für Theologie, vielleicht willst du auch noch etwas dazu sagen. Ja, vielleicht ganz kurz. Also als Institut für Theologie und Politik beschäftigen wir uns schon seit über 20 Jahren auch viel mit Fragen von Migration, sowohl eben aus der Perspektive christlicher Theologie und der Herausforderungen, die das stellt, aber auch im ganz
praktischen Bereich da, vor allen Dingen in der Unterstützung und Begleitung von Kirchenasylen. Und das ist so ein Bereich, wo all das, was Volker Maria Hügel gesagt hat, ja auch nochmal ganz deutlich wird. Die Anfragen werden exorbitant nach Kirchenasylen, weil es so viele Notfälle und so viele Einzelfallsituationen gibt, die bei einem Management von Rückführungen einfach nicht mehr in den Blick kommen. Und eine ZAP geht natürlich genau in die Richtung, dass Einzelfälle nicht im Vordergrund stehen, sondern dass es schnelle und effiziente Möglichkeiten der Abschiebung gibt. Und das ist natürlich so der eine Aspekt, also sich einzusetzen für andere Zustände in der Asylpolitik, was ja in Münster in Ansätzen auch auf kommunaler Ebene immer wieder versucht wurde und wo es ja auch gute und begrüßenswerte Zeichen gab, eben zum Beispiel die Resolution des Rates gegen Abschiebungen nach Afghanistan oder gegen Abschiebungen von Roma in den Kosovo. Also das glaube ich, weil jetzt dieses Wort Symbolpolitik da so viel geschmäht wurde im Zusammenhang mit der ZAP, das ist glaube ich eine begrüßenswerte, aus einer christlichen und auch aus einer humanitären Perspektive begrüßenswerte Form und Art der Symbolpolitik, sich einzusetzen dafür, dass Menschen Lebensbedingungen eröffnet werden und nicht pauschal verschlossen. Ja, herzlichen Dank. Ich würde jetzt die Statements an der Stelle dann erstmal schließen und die Runde öffnen für Rückfragen. Also entweder direkt an die Einzelnen oder an alle gerichtet. Ja, Herr Hügel, wir haben eben gesagt, es gibt eine fehlende Qualität der Asylverfahren. Es gibt eine fehlende Qualität der Asylverfahren, ja. Haben Sie eben gesagt. Vielleicht könnten Sie das aus Ihrer Sicht noch ein bisschen konkretisieren. Was Sie sich da erhoffen und erwarten, beziehungsweise wo Sie das Übel sehen, was denn da droht? Ich bin auch im Vorstand von ProAsyl in Frankfurt. Und wir haben regelmäßig die Qualität von Asylverfahren nicht nur stichpunktartig untersucht. Es geht im Wesentlichen um drei Bereiche. Zum einen um die Frage, wie laufen die Anhörungen? Ich muss nicht daran erinnern, dass ein Bundeswehrsoldat als syrischer Flüchtling subsidiären Schutz erhalten hat, der nicht mal Arabisch spricht. Das heißt, wir haben die Schwierigkeit bei den Anhörenden, wir haben die Probleme mit den Dolmetschenden und darüber hinaus haben wir natürlich auch Vorgaben. Erinnern Sie sich daran, dass zu Anfang, als syrische Flüchtlinge kamen, kriegten sie zu 80% bis 90% Flüchtlingsschutz und nur zu einem kleinen Teil den subsidiären Schutz, der in der Diskussion ist wegen des ausgesetzten oder vielleicht ganz abgeschafften Familiennachzugs. Sobald entschieden worden war, dass es diese Einschränkung für subsidiären Schutz gab, wurde plötzlich die Entscheidungspraxis geändert und plötzlich kriegten 2/3 der Flüchtlinge nur noch diesen eingeschränkten Schutz. Oder aber als das Bundesinnenministerium von sicheren Gebieten in Afghanistan sprach, wir sind ja auch da in Afghanistan, das heißt, da muss ja auch was passieren, wenn die Bundeswehr da ist und wir dafür sorgen, dass es dort sicher ist. Wir wissen, das letzte Jahr war das unsicherste Jahr in Afghanistan, der letzten 10 Jahre, was zivile Tote anbelangt. Aber das merkt man dann sofort an der Entscheidungspraxis, dann heißt die Quoten gehen runter erstaunlicherweise. Und das ist der Punkt, den wir in einer großen Untersuchung in einem Memorandum für faire Asylverfahren niedergelegt haben, zusammen mit den Richtervereinigungen, den Wohlfahrtsverbänden und den Kirchen. Die Kritik ist ja nicht nur von, sagen wir mal, Menschenrechtsorganisationen geteilt worden, sondern eben auch von den klassischen Menschen, die sich mit dieser Materie richtig gut auskennen, denn die Richterinnen und Richter. Und das ist das, was wir sagen, wenn das Verfahren, was vor der ZAP liegt, nicht korrekt ist. Die ZAP kann und darf es nicht korrigieren, weil die Fragen, die den Zielstaat der Abschiebung betreffen, ist gesperrt für die Ausländerbehörde. Selbst wenn Sie genau wissen, diese Familie wird im Elend landen, Sie müssen so tun, als hätten Sie es nicht gehört. Das ist eine Zumutung für die dort Mitarbeitenden. Und die Qualität, das können Sie, wie gesagt, überall nachlesen, auch im Internet kann man. Dieses Memorandum ist auch als PDF-Datei auf der ProAsyl-Seite runterladbar. Es ist dezidiert aufgeführt, dass eben die mangelnde Qualität da ist. Wenn Schiiten für Sunniten dolmetschen, muss das nicht immer gut gehen. Wir haben viel zu wenig klassische Anhörerinnen und Dolmetscherinnen. Jede Frau hat das Recht, eine Anhörerin zu haben, aber es wird ihr nicht gesagt, dass sie das Recht hat, danach zu fragen, wenn ein Mann sie interviewt. Das sind so die Bereiche, da mangelt es einfach Grund auf an Qualität. Aber das ist auch kein Wunder, das Bundesamt lässt sich beraten von McKinsey, dann stimmen zwar Abläufe, aber keine Inhalte. So einfach ist das. Das ist ein Millionengeschäft für McKinsey und leider im Ergebnis dramatisch für die Flüchtlinge. Ja, gibt es noch weitere Rückfragen?
Wow. Ja. Ist alles wir auch gegen die ZAW sind und dass wir uns wünschen würden, dass die Politik der Stadt sich wieder auf das Ziel einer gelingenden Integration besinnt. Und wir sind natürlich dankbar dafür, dass es häufig Lob gibt an das Ehrenamt, dass gesagt wird, dass das Ehrenamt eine richtige Stütze auch für die Gesellschaft ist. Aber es wäre uns eigentlich lieber, aus meiner Perspektive, wenn es Rückendeckung und Unterstützung geben würde für das Ehrenamt. Und das wird halt auch darin bestehen, dass man sich für humanitäre Ziele, also für eine humanitäre Flüchtlingspolitik einsetzt und damit gegen eine ZAW hilft. Wir befürchten auch, wie die Vorredner schon gesagt haben, dass die weichen Kriterien nicht mehr berücksichtigt werden können. Schulische Integration, berufliche Integration oder auch Integration in die Gesellschaft. Und das ist ja das, wofür wir uns jeden Tag einsetzen. Wir machen Deutschkurse, wir machen alles Mögliche, damit die Leute sich hier wohlfühlen und sich integrieren. Und das wäre dann alles für die Katz. Ja, vielen Dank. Wenn es noch weitere Rückfragen gibt, Jorgas. Super, ich meine, ich bin, ja, ja, natürlich, ich bin froh, dass das doch so voll ist. Ja, klasse. Also als nicht nur als Mitglied des Integrationsrates, als jemand, der auch seit Jahrzehnten hier bei diesem Feld dabei ist, zwei ganz wichtige Aspekte, die mir und uns wichtig sind. Das eine ist tatsächlich, das habe ich öfters gesagt, das sage ich auch hier nochmal, es kann nicht sein, dass wir einerseits für Integration sind, andererseits aber sagen, ja, eine ZAW macht ja auch nichts. Also das ist kontraproduktiv, das spricht dem eigentlich entgegen und es konterkariert die Arbeit der Leute, aller. Und es ist toll, dass sich so viele auch nochmal aus der Arbeit, ehrenamtlich, hauptamtlich, tatsächlich die an der Front sind, das auch nochmal so sehen. Über 50, 60 Menschen haben das auch nochmal unterschrieben. Das Zweite ist, wir dürfen, und das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wir dürfen uns die politische Agenda, die Arbeit in der Migrations, in dem Migrationsfeld nicht von rechts außen diktieren lassen. Es kann nicht sein, dass wir in Münster, in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland uns quasi nach dieser, ich will fast sagen, aufgrenzenden faschistoiden Tagesordnung richten. Und es kann auch nicht sein, dass wir eine Stadt haben, die so immer sehr stolz darauf ist, dass wir so eine tolle Arbeit machen, internationale Stadt und. Und dann aber gleichzeitig sagen, ja, wir müssen unsere oberzentrale Funktion stärken. Es ist tatsächlich wichtig, hier den Finger in die Wunde zu legen und sagen, nein, wenn wir für Integration, gelungene Integration sind, wenn wir tatsächlich dafür sind, und dafür sind wir alle, und zwar ein breites gesellschaftliches Bündnis, dann kann man auch nicht zur ZAW ja sagen. Und zwar nicht in Münster und nirgendwo. Das ist ein ganz zentraler Aspekt. Den sehen wir mehrheitlich im Integrationsrat so und mehrheitlich in dieser Gesellschaft auch so. Ja, vielen Dank. Jetzt Volker vielleicht noch ein Schlusswort. Ja, vielleicht kein Schlusswort, aber ich hatte ja vorhin von Erpressung gesprochen. Das ist ja eine klare Erpressung, die da Land und Bund gegenüber der Kommune begehen. Und immerhin ist unser Oberbürgermeister Präsident des Städtetages. Das heißt, der hat bundesweit hat seine Stimme Gewicht. Und wenn uns dann gesagt wird, ja, Münster ist ein Oberzentrum und braucht eine Landeseinrichtung, sagt ja, dann gebt uns doch eine Erstaufnahmeeinrichtung, die sagt das Land, die brauchen wir nicht mehr so richtig, dann gebt uns eine zentrale Unterbringungseinrichtung. Ja, aber das ist doch auch Teufelswerk. Ja, das stimmt schon, aber da sind Menschen drin, auf die man zugehen kann. Und dafür hat Münster genau die Infrastruktur, diesen Menschen auch beizustehen. Und deswegen meine Bitte an den Oberbürgermeister, setz dein Gewicht als politische Schwerkraft ein und sorg dafür, dass es ein Alternativgelände gibt, sodass dann das Areal der Kasernen freigezogen werden kann und eben dort die Wohnungen gebaut werden. Ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, ich suche selber seit 2 Jahren eine bezahlbare Wohnung, dass ich gegen den Wohnungsbau bin. Nein, aber ich würde selber lieber noch warten, als eine ZAB in Kauf zu nehmen. Denn der Preis ist einfach zu hoch. Diese menschenrechtliche Katastrophe in Münster darf das nicht sein. Bravo, Volker. Da ist mir genau in dem Punkt eine Sache, die wir hier seit 2-3 Jahren, und so geht es wahrscheinlich allen, die dort tätig sind. Wenn wir eine ZAB in Münster hätten, ganz praktisch gesprochen, ich kann mindestens 10-12 Leute nennen, die heute nicht in Münster wären.
die heute in Münster wirklich beispielhaft integriert sind. Ich kann Leute nennen, nachher, unter vier Augen. Diese Leute wären längst abgeschoben. Und viele dieser Leute, die werden chauffiert. Und zwar von den Grünen bis zur CDU. Aber diese Leute wären in Münster seit zwei Jahren abgeschoben, wenn wir eine ZAB hätten. Gut, dann würde ich jetzt auch aus Zeitgründen die Runde schließen. Es sei denn, es gibt noch ganz dringende Nachfragen. Und dass wir zu dem Foto kommen. Ich weiß nicht, für die Kamera ist das besser draußen oder drin? Draußen. Stehen da auch noch gerne Menschen? Genau, da stehen noch welche, die noch mit dazu. Achso, zur Kundgebung. Genau, was ich denn sagen? Ja, das ist richtig. Gut, also die Kundgebung ist, also um das Ganze nochmal breit in die Öffentlichkeit zu tragen, und alle, die hier sitzen, haben auch dazu aufgerufen. Ja. Es gibt am nächsten Mittwoch ab 16 Uhr auf dem Prinzipalmarkt parallel zur Ratssitzung wird es eine Kundgebung geben, an der vor allem so die Perspektive auch nochmal von Betroffenen in den verschiedenen Redebeiträgen zum Ausdruck kommen soll. Also insofern, genau, in der Berichterstattung wäre es schön, wenn das noch angekündigt würde. Und müssen wir mal, also das parallel heißt ab 17 Uhr? Oder? Ab 16 Uhr, schon ein bisschen früher. Und es läuft dann so lange, also der ist, glaube ich, Tagesordnungspunkt 10, oder 11. Bis die Entscheidung drinnen im Rathaus getroffen wurde. Wir schicken die Leute dann in den Rat. Genau. Auf dem Domplatz. Vor dem Rathaus. Wie das letzte Mal. Genau wie das letzte Mal. Hoffentlich nicht bei strömenden Regen diesmal. Es war kalt und nass. Ja, aber diesmal ist das besser. Vielen Dank für die Teilnahme, alle, die vorne was gesagt haben und die als Gäste dazu gekommen sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir kurz nach draußen und machen das gut.